So, hallo zusammen zu einem kleinen weiteren Tutorial für den Sims 3 Custom Launcher, mit dem man die Package-Dateien installieren kann. Das funktioniert eigentlich relativ einfach. Installieren, Programm ausführen und dann sieht das ungefähr so aus. Ne? Sims 3 Custom Game Launcher heißt das Teil. Hier oben sieht man auch schon, hier ist mein Spiel angegeben. Das heißt, da ist das Hauptspiel wird ausgewählt durch Set. Dort sucht man dann nach dem Verzeichnis, wo sich das Spiel befindet, klickt es an, klickt auf OK und das Programm weiß, wo sich das Spiel befindet. Danach können wir das Ganze schließen, weil wir sind ja noch nicht ganz fertig. Wir müssen jetzt erst einmal nach dem Package-Ordner suchen. Der Package-Ordner befindet sich unter eigene Dokumente, Electronic Arts, Sims 3, Mods. Dort wird er automatisch alle nötigen Dateien anlegen, die er braucht. Die Ressource.cfg zum Beispiel, die müssen wir nicht selbst schreiben, die macht er auch selber. Kopiert er auch selber rein. Dort gehen wir in Package. Package ist noch leer, das ändern wir jetzt, indem wir unser Vampir Hunter kopieren. Man kann auch Strong C drücken oder Strong V zum Einfügen. Ne, Strong V einfügen. Wenn wir jetzt das Programm S3 Launcher starten, wird er automatisch hier einen orangenen Button anzeigen. Der heißt so viel wie, das Spiel muss rebuildet werden, weil sich etwas darin befindet, was noch nicht installiert wurde. Dann gehen wir mal ganz runter, da ist dann mein Vampir Hunter. Den werde ich jetzt zwar installieren, aber später auch wieder deinstallieren. Ist kein Problem. Also, hier oben haben wir dann schon mal eine Leiste, da steht alles Mögliche. Wichtig ist nur das hier, installieren oder löschen. Installieren, draufklicken und dann steht hier, dass er installiert wurde. Danach klicken wir auf Rebuild. Man kann das auch hier machen, indem man hergeht und sagt, ich klicke hier drauf. Er macht dann automatisch Rebuild und startet auch gleichzeitig das Game. Oder danach startet er das Game. Das mache ich nicht. Wir klicken hier auf Rebuild. Er macht dann alle Package-Dateien, die bei mir installiert sind, macht er durch und gibt mir dann auch eine Meldung, dass in meinem System alles in Ordnung ist. Es wurde installiert. Sieht man hier, Package installed, Vampir Hunter. Danach kann ich das Programm schließen und das Spiel starten. Das war's dann eigentlich auch. Wenn man das Ganze deinstallieren möchte, klickt man einfach auf das Teil drauf. Man kann es disable, also ausschalten. Man kann es aber auch so machen. Das Programm ist jetzt nicht mehr aktiv oder das Package ist nicht mehr aktiv. Oder man kann es auch komplett disablen oder komplett löschen. So. Frag dann nochmal, willst du wirklich das Package löschen? Bist du dir sicher? Ja, nein, ich weiß es nicht. Ja. Und schon ist das Teil weg. Er wird dann beim nächsten Start, wird er dann nochmal fragen, wo das Ding ist. Aber das können wir dann... Das war's dann. So. Danach könnt ihr das Spiel starten. Wie gesagt, sobald der Button hier grün ist, kann man das Spiel beruhigt starten. Und das Spiel Sims 3 mit allen Add-ons, die es gibt, spielen. Ja. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ja gerne einen Kommentar hinterlassen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.